Hallo und willkommen Leute, hier ist Crop und ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstörend und heute geht es um GIFs. Das heißt, Bilder in einer Abfolge, die dann so ähnlich aussehen, als wären sie ein Video. Und eigentlich sind Videos nichts anderes. Egal, ja. Und das erste GIF heute ist wieder was, das mich ziemlich an den Film Mama erinnert. Ich weiß, wahrscheinlich ist es schon wieder da draußen, wie letztes Mal. Ich sag immer, es sieht so ähnlich aus und am Ende ist es einfach von da. Aber ja, hier, da, das Ding. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und erstmal habe ich mich sogar ein bisschen erschrocken. Ich dachte, hey, was passiert? Und dann, ja, hat es mich ein wenig erwischt. Und ja, wie ihr wisst, hasse ich Sachen, die auf mich zulaufen. Und diese nette Frau mit ihren längeren Fingern auch sich in unsere Richtung bewegt, habe ich mich auch ein wenig erschrocken. Das war nicht so schön. Nein, das war nicht so schön. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich dem Bild hier circa so mal, muss ein bisschen überlegen, eine 5,5 von 10, weil das ein sehr gut gemachtes GIF ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es aus dem Film ist. Ich schätze mal, es ist aus Mama, weil das Ding sieht so aus. Wenn nicht, dann bin ich jetzt halt doof und schreibt unten rein, von wo es ist. Aber ja, 5,5 Jeffs. Bei dem nächsten GIF muss ich ehrlich sagen, es ist mir peinlich, aber ich habe mich wirklich da erschrocken. Schaut es euch an. Ich weiß, ist total peinlich und total dämlich, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe mir das Bild angucken und dachte, hä, da ist doch gar nichts. Und bin ich zusammengezuckt, weil dieser scheiß Jumpscare kam. Der ist total billig und deswegen will ich auch nicht wirklich viel darüber sagen. Und ich gebe dem Ding einfach nur, weil der Schocker gut gesessen hat, 3 von 10. Scheiß Bild. Ja, ihr wisst alle, dass ich eine Schwäche habe für Puppen. Ich mag Puppen nicht so. Nee, mag ich nicht. Und deswegen finde ich das hier auch relativ fucking creepy. Ich weiß, dass es keine Puppe ist. Sieht aus wie eine Maske. Möglicherweise ist es auch einfach nur ein geschminktes Gesicht, was einfach mega starr ist und sich überhaupt nicht bewegt. Aber es sieht für mich eher aus wie eine Maske und dafür ist es ziemlich fucking creepy. Ah, ich finde das komisch. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen gruseliger, wenn sie nicht ganz so lange nah an einem dran wäre und so lange den Kopf bewegen würde. Wenn es so eine halbe Sekunde früher aufhören würde, wäre es vielleicht sogar gruseliger. Aber naja, ist eine Puppe und ich mag Puppen nicht. Falls euch an die allererste Folge erinnern könnt, ich jetzt nochmal hier oben verlinkt habe. Die solltet ihr angucken, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Denn da war mein absolutes Hassbild bis jetzt dabei und das war auch eine Puppe. Und die war fucking gruselig. Ihr wisst, ich habe ein Problem mit Puppen. Deswegen gebe ich dem Bild hier, diesem GIF, gebe ich auch 6 von 10. Jeffs. Und jetzt muss ich euch ehrlich sagen, das hier ist eines der besten GIFs, die ich wirklich je gesehen habe. Und ja, ist sehr, sehr gut gemacht. Ist circa 3 Sekunden lang und ich lasse euch mal kurz alleine. Also macht das Licht aus und viel Spaß. Ich muss ehrlich sagen, dass es einfach mal mega gut gemacht ist. Wirklich mega gut. Respekt daran. Hätte das Ding Sound, wäre es wahrscheinlich unglaublich krass. Das wäre, glaube ich, einer der besten 30-sekündigen Horror-Kurzfilme, die man eigentlich machen kann. Ich liebe diese Art von Jumpscare, die nicht wirklich die Person erschreckt. Also nicht uns erschreckt als Zuschauer, sondern die Person im Film oder im GIF. Die sind meistens viel, viel, viel besser. Und hier ist er einfach unglaublich gut gelungen. Ich muss ehrlich sagen, das ist mein Lieblingsgift bis jetzt. Ich habe, glaube ich, noch kein cooleres Gift gesehen als das und deswegen gebe ich dem Ding hier jetzt auch 10 von 10. Fuck it. 10 von 10 Jeffs für dieses GIF. Corrupted Dome. Ach, keine Ahnung. 10 von 10. Und das GIF hier, muss ich ehrlich sagen, ist unglaublich unangenehm. Ihr seht selbst. Ich mag es gar nicht. Ja. Ich kann mir das echt nicht lange angucken. Einfach diese Vorstellung, wie er eine Sehne zieht und oh Gott, meine Arme tun richtig weh und ich will meine Arme verfesthalten, wenn ich das sehe. Ich schätze mal, einige von euch will nicht hingucken. Ist es weg? Habt ihr es weggemacht? Macht's weg. 5 von 10. Weg. Hinter dem Gefühl gibt es sogar eine kleine Story, die ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt habe, aber im Grunde geht es darum, dass die Frau hier mit diesem psychopathischen, komischen Lächeln versucht, bei diesen zwei Mädchen hier, von denen wir nur eine sehen, ins Auto einzubrechen und ja, sich um sie zu kümmern.
Worum es genau bei dem Ding geht, will ich euch nicht sagen. Es ist eine ziemlich creepy Geschichte. Auf jeden Fall ist sie hier unten verlinkt. Die könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Die ist ziemlich abgefuckt. Ja, ich finde auf jeden Fall das Gift dazu sehr, sehr, sehr gruselig. Vor allem, wenn ihr wisst, worum es geht. Es ist auf jeden Fall ein echtes Gift. Das ist echt passiert. Das ist ein echter Fall. Und ja, das werdet ihr dann gleich noch nachlesen können. Ich will dazu nicht zu viel verraten, damit ihr euch so eine kleine eigene Creepypasta machen könnt und euch nachlesen könnt, worum es hier geht und dann euch nochmal das GIF angucken könnt. Jetzt, wo ich weiß, worum es geht, finde ich es noch schlimmer als vorher. Es ist ziemlich fucking creepy und deswegen gebe ich dem GIF. Mir fällt gerade auf, die sieht aus wie Bruce Willis. Die Frau sieht aus wie fucking Bruce Willis. Egal. Okay, deswegen kriegt das GIF von mir jetzt 6 von 10. Das GIF hier, da muss ich sagen, anfangs ist das mega creepy. Man denkt einfach, what the fuck. Aber komischerweise nach einer Zeit, wenn er richtig anfängt zu tanzen, wird es eher ein bisschen lustig. Aber ich würde es einfach mal reinbauen, weil ich es gesehen habe. Und ich meine, es ist eine Puppe mit Kindern vermischt und mit komischen Tänzen und einem Typen. Ach, keine Ahnung. Es ist einfach nur strange hier. Das ist so strange, dass ich nicht mehr sagen kann, dass es gruselig ist. Deswegen kriegt es von mir auch einfach nur 2 von 10 Jonases. Das hier ist zwar kein GIF, aber auch creepy genug, damit ich es einfach mal so random mit reinnehmen wollte. Und zwar steht da, während man diese Notiz liest, nimmt eine Person, die irgendwo da oben in diesen Fenstern wohnt, ein Foto von einem auf und knetet dann eine komische Figur nach einem und wird dann komische Spiele mit allen Leuten spielen, von denen sie Fotos gemacht hat und diese komische Knetfigur nachgebaut hat. Und das ist ziemlich fucking creepy. Stellt euch vor, ihr seht so einen Zettel, denkt euch, ja komm, lese ich mal, was da steht. Und dann wisst ihr, fuck. Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Das war nicht so smart, aber fuck. Okay, gut. Ja, dann kommt jetzt irgend so ein Psychopath und spielt mit mir als Knetfigur. Ist mir egal. Ich bin weg. Du machst deine Scheiße da oben, du komischer, kranker Typ. Und ich gehe da hinten zum Zug und fahr weg aus diesem Land für immer. Ich bin nicht mehr sicher, ob das irgendwie echt ist oder vielleicht, ob die Person selbst das dahin gemacht hat oder ob es einfach nur ein Joke ist. Wenn es ein Joke ist, dann fucking Respekt. Das ist awesome. Das ist eine super gute Idee, um Leuten ein bisschen Angst zu machen. Und deswegen kriegt das Ding einfach nur, allein schon für die Idee, falls es echt sein sollte, sowieso, aber allein schon für die Idee, 6 von 10 Jeffs. Wenn ihr welche Vorschläge für Folgen habt, die ich machen könnte, könnt ihr es gerne unten in die Beschreibung schreiben. Die nächste Folge steht schon fest, es wird ein Special über SCPs sein. Das hier war eine bisschen kürzere Folge im Gegensatz zu der letzten Folge, die sehr lang war. Aber wenn ihr irgendeine Folge nachgucken könnt, könnt ihr es gerne hier oben in der Beschreibung auf dem i machen. Das ist nicht beschreiben, das ist die Infokarte, Mann. Gott, du die Noob. Ein paar Tage nichts aufgenommen, jetzt weißt du schon gar nichts mehr. Auf jeden Fall könnt ihr dann da oben nachgucken, was die alten Folgen waren, weil ich glaube, das ist mittlerweile die 11. oder 12. Folge. Wir haben nämlich schon so ein paar Folgen angesammelt und ihr habt viel anzugucken, wenn ihr Bock drauf habt. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin.